Nachdem das Zeichen geklingelt hat, kann man diesen Gurt abmachen. Dann kann man recht bequem sitzen und den Gurt, den lässt man einfach an. Aber ich will mir das natürlich noch ein bisschen bequemer machen. Das soll ja auch extrem Freude machen. Also ziehe ich erstmal mein Jäckchen aus. So, immer noch mal gucken, ob man alles dabei hat. Hier gibt es ja auch diese Fenster. Das ist ja der 7879, glaube ich. Ich werde das nochmal fragen oder euch auf jeden Fall immer einblenden. Kann man das hier so drüber hängen? So, recht angenehme Geschichte. Weil es war am Anfang kühl und jetzt hat sich das doch ein bisschen, ist nicht mehr ganz so. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich wollte euch noch mal sensibel machen. Ich weiß, das Thema Sauberkeit, dem einen, der kann es nicht mehr hören, aber es ist entscheidend. Es geht um eure Gesundheit. Ich habe das extra mitgenommen. Diese Pantoffeln, die gibt es zum Beispiel am Flughafen in Bangkok. Das heißt, wenn ihr durch die Sicherheit geht, in der Fastlane, geht ihr rein und dann stehen die bei dem, bevor es durch diese Automaten geht und ihr die Sachen ausleert, stehen rechts diese Pantoffeln. Ist so ein kleiner Kasten, müsst ihr einfach gucken. Ansonsten könnt ihr auch fragen und dann werdet ihr, ja, bekommt ihr die auf jeden Fall zugewiesen. Ich weiß, dass die da sind und deswegen, ich habe sie, letztes Mal haben sie mir sie weggenommen, deswegen konnte ich es nicht zeigen. Also diese Pantoffeln, das sind die, die praktisch wichtig sind, weil ihr die Schuhe ausziehen müsst. Dasselbe gilt für Amerika. Die sind sehr leicht und klein. Das heißt, ihr könnt diese Pantoffeln zum Beispiel wieder mitnehmen und auf Reisen immer anziehen, wenn ihr durch eine Sicherheitskontrolle geht und ihr müsst die Schuhe ausziehen. Es geht natürlich noch besser, wenn man so will, aber es ist kein Plastik. Das ist jetzt ein Naturprodukt. Wenn ihr Plastik benutzen wollt, geht das auch. Also das ist jetzt hier so ein Überzieher, so ein Schuhüberzieher. Den habe ich immer dabei. Das heißt, das lässt sich wunderbar zusammenpacken, ist sehr leicht, also extrem leicht. Und man kann über die Füße drüber, weil dieser Dreck, guckt euch das mal genau an, der Dreck in diesem Sicherheitsbereich, ich glaube, der wird nie sauber gemacht. Und das hier, manche habe ich gesehen, die haben noch nicht mal Strümpfe an und gehen da ohne Strümpfe durch, mit nackten Füßen. Sorry, ich habe kein Verständnis. Aber kann natürlich jeder machen, wie er will. Ist ja gar keine Frage, wir leben ja in einer freien Welt. Muss ich auch nicht extra betonen. So, wir wollen uns mal die Menükarte ansehen, das heißt den Kopfhörer, den zeige ich euch gerne nochmal. Wäre auch etwas, was ihr dann desinfizieren müsstet. Es ist immer ein bisschen besser, das zu desinfizieren. Wer weiß, wer das am Ohr hatte und was der am Ohr hatte. Also, ansonsten sind die sehr bequem. Das sind schon ganz top, top Kopfhörer. Da ich ja ganz selten zum Fernsehschauen komme, also wirklich nur bei First-Class-Flügen, ist das eigentlich relativ. So, wir haben uns das jetzt gemütlich gemacht. Ich schnalle mich aber dennoch. Einfach weil es die Sicherheit verlangt. Ob es nun wirklich hilft oder nicht, sei dahingestellt, aber es wird auf jeden Fall verlangt. Es ist eine weltweit gesetzliche Pflicht. So, wir haben also das Business-Class-Menü. Ich habe die Wein- und Business-Karte fürs Essen. Die haben auch immer relativ dieselben Sommeliers und Köche. Das ist eigentlich... Die Gesichter sehe ich immer wieder, also ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Es gibt also Champagner, ich blende euch dann auf jeden Fall immer ein, mache da so extra Screenshots oder extra Shots von, damit ihr das schön deutlich lesen könnt, weil diese Bilder, ich meine, wir wollen uns ja auch verbessern. Mache ich also richtig zack und dann gehen wir da rein. Also Champagner und Wein, wir haben einen Champagner hier, wir haben verschiedene Weine da, alles natürlich Brut, ja, ist alles Brut. Dann haben wir Weißweine, wir haben Rotweine, diverse Cocktails und schauen wir mal, was es auf dem Flug geht. Wir haben hier auf einmal als Appetizer haben wir Lachs mit Tomatenmozzarella. Das ist also so eine schöne Vorspeise mit Joghurt. Das könnte ganz lecker sein. Das könnten wir Glück haben. Dann gibt es die Frage, ein Hühnchen mit Parmesan, oh, das ist, glaube ich, wieder dieses Singapur mit Coconut-Flavor. Ja, das ist dieser Fisch. Das ist ein Nasi Limak, also ein Fisch, der so auf asiatische Art gemacht ist. Und es gibt Pork Ribs. Ich glaube, da tendiere ich heute zu. Die sind spicy mit chinesischem Brokkoli und Reis. Oder soll ich doch lieber zum Hühnchen gehen? Ich glaube, diese Schweinerei da. Aber auch da, komm mal, 2 Stunden Flug. Wenn ich mit Lufthansa, mit Swiss und sonstigen unseren europäischen Flieger, außer natürlich die türkisch, da ist an 3 Auswahlvariationen gar nicht zu denken. Ist überhaupt nicht dran zu denken. Und jetzt geht es erstmal los mit Getränkeservice. Freue ich mich schon. Bin jetzt wirklich voller Vorfreude auf eine tolle Crew, die mich sehr herzlich begrüßt hat. Manchmal sage ich herzhaft. Es riecht auf jeden Fall schon, ich weiß nicht was. Es gibt auch frische Früchte. Dann gibt es auch da, vielleicht gibt es wieder so Dingsbrot, wie heißt es? Knoblauchbrot. Zum Schluss natürlich Kaffee und Tee, ist logisch. So, und dann haben wir die Rückreise. Das heißt also, wenn man Bangkok, Singapur zurückfliegt, gibt es also Thai-Reis, es gibt auch da dieses Hühnchen, Beef, Short Ribs, auch Fisch. Ist eigentlich sehr ähnlich, also kein Riesenunterschied. Yes. Would you like to have anything? So the beef short ribs with noodles, the meal is finished. The meal is finished. The meat. The meal. The chicken. Yeah. I think it comes the service for champagne for the started. Yeah, because it's a short flight. So yeah, about 2 hours. Would you like champagne, wine, coffee, tea, meals? Everything is here. What would you like? Yeah, I want to start with a glass champagne and some peanuts also. Champagne with peanuts. There's a normal. And then, how about your main course? Can I reserve your main course for you? But in the moment, it's too early. For me, it's too early. The main course, I want to start. So normally, by Singapore Airlines, I know they give champagne for a 2-hour flight and started with champagne and with nuts. Yeah. 100%. Currently, our procedure is that because this flight is, the actual flight time is actually below 2 hours, so we have everything together, so that you can, you know, quickly have your meals, have your drinks, and then if you like extra, we can definitely give it to you. Okay. And when I started with champagne, I can the meal later, a little bit later. Certainly. Okay. So let me start with a glass champagne and some peanuts. Yes. Sehr interessant. Also auch da, ich bin sicher, das ist so ein Abendflug, man will schnell fertig werden, also serviert man das sehr schnell. Das mag, ja. Yes, thank you very much. Oh. Also der Bereich. Wirklich, die Dinge überraschen mich. Es ist immer wieder eine neue Sache, auf die man sich immer wieder neu anschaut. Man kann sich nicht auf Kontinuität verlassen. Ich finde das sogar ärgerlich, weil ich davon ausgehe, dass ich jetzt gerade auf diesem Flug erstmal einen kleinen Starter bekomme. Also ein richtig schöner Starter, der jetzt ein schönes Gläschen Champagner beinhaltet. Dann habe ich ein paar Nüsse. Ich meine, den Tisch kann ich mir wirklich selbst rausholen, aber auch da die Information, your table is here. Ja, vielleicht fliege ich ja gar nicht das erste Mal mit. So, ich habe mich mal ein bisschen entspannt nach vorne gesetzt, da habe ich ein bisschen mehr. So, ich habe jetzt gleich die ganze Flasche bekommen. Die haben gehört, dass ich leicht was gesagt habe, haben sie gleich die ganze Flasche hingestellt. Thank you very much. So bin ich natürlich, um bei dem Thema zu bleiben. Ihr seht, das hat mit Luxusreisen nichts zu tun. Das ist nicht Luxusreisen. Das ist Schnellabfertigung. Das ist Massenproduktion. Nochmal, damit das nicht falsch verstanden wird. Ich beklage mich hier nicht, dass das ein schlechter Service ist. Ich sage nur, es geht besser. Und wir hatten es schon besser. Ihr habt diesen einen, kann es immer nur sagen, guckt euch diesen einen Flug bei mir an, den Bericht mit Singapore Airlines. Es war schon extrem schlecht. Und es war dann extrem hochwertig und extrem toll. Und ich meine, darum geht es doch. Wir wollen doch ein kleines Erlebnis haben. Und für die, die keine Lust haben, die also sagen, ich will schnell was essen und nicht hinlegen. Ich kann 2 Stunden Flug hinlegen und schlafen, also vielleicht ein bisschen ausruhen. Aber man wird sich ja nicht, wo es jetzt schlafen liegt. So, schauen wir mal, wie sind die Gläser? Das ist sauber, ja. Aber auch schon... Die haben also auch schon Probleme, muss ich feststellen, mit, muss ich einmal runter machen, mit diesen Waschmaschinen, weil sie natürlich ein scharfes Mittel haben oder was weiß ich, was diese Gläser. Also das heißt, das Glas ist sauber, nur es ist dieser Spülbereich, das Spülmittel ist da immer dran. Und jetzt rechnet euch mal aus, wenn jemand wie ich, der über 1 Million Meilen pro Jahr fliegt, manchmal sogar 1,2 bis 3 Millionen Meilen pro Jahr. Und ich muss jedes Mal dieses Spülmittel mittrinken. Das sind alles Dinge, die ich abziehe, das passt mir nicht. Fantastischer Champagner, exzellent gekühlt, gibt es nichts zu sagen. Die Nüsschen sind auch lecker. Und guck mal, das ist doch jetzt so eine wundervolle Atmosphäre. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Das ist wie zu Hause, man sitzt jetzt auf dem Sofa, Fernseher ist an. Und dann kommt der Ober, also der Butler, und serviert einem Champagner, was man so möchte. Der Unterschied ist nur, der Butler, der weiß genau, was man möchte. Und es müsste eigentlich, ich meine, in der Welt leben wir ja, es ist sowieso egal. Es müsste eine Art Internetinformationen für diese Airline geben, was man möchte. Man möchte da reinschreiben, man möchte im Gang oder am Fenster sitzen, bei der und der Maschine. Dann wird das immer automatisch gemacht. Das ist ja alles kein Problem. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Das heißt also, man würde jetzt wissen, dass ich gerne das saubere Glas haben möchte. Also nicht ein Glas, wo nicht so viel Spülmittel drin ist. Das heißt, die würden das schön sauber machen. Dann würden die wissen, dass ich am Anfang gerne etwas Champagner und etwas Nüsschen haben wollte. Dann servieren die mir das automatisch. Da brauche ich nicht jedes Mal diskutieren. Das ist ja jedes Mal Diskussion. Na ja gut, nicht jedes Mal. Letztes Mal nicht. Und zwar auch in 2-Stunden-Flug. Das war überhaupt kein Thema. Erst schöne Champagner vorweg, Nüsschen. Konnte man hier noch ein bisschen rumstöbern. Also wie zu Hause. Fliegen muss wie zu Hause sein. Es darf kein Unterschied sein. Wenn das ein Unterschied ist, Und wir wollen auch nochmal hier festhalten, das ist guter Service, wenn es so serviert würde. Und Luxus wäre, wenn Sie individuell auf mich eingehen würden. Also noch ein bisschen mehr. Sie haben schon immerhin meinen Namen gesagt. Also das ist schon ein Go. Habe ich hier noch von keinem gehört. Dass Sie kommen und sagen, Mr. Schröder. Aber das ist jetzt, dafür gibt es einen kleinen Pluspunkt. Kleine Eitelkeit. Ja? Aber das mögen wir gerne. Wir mögen gerne so. Und unsere Eitelkeit gestreichelt werden. Und die Eltern werden sowieso. Nochmal, ihr Jungen, ihr kommt alle dahin. Ihr werdet alle so alt wie der Hon. Das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch, dass ihr auch so viel Freude wie möglich habt. Genauso viel Spaß noch, wie ich es hatte. Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt hat es extrem viel Spaß gemacht. Und das, was noch kommt, sage ich euch, wird noch bunt. Bunt, bunter der Hon. Ja. Was soll ich da drum rumreden? Das sind Fakten. Ja, also ich mag das. Da haben wir schon wieder alles fertig gehabt. Auch putzig. Das ist jetzt so ein hohes Glas. Das ist eben ihr klassisches Glas. Naja, wenn man so will, ist der Stiel da unten dran, denke ich mir jetzt. Dann komme ich damit klar. So. Diese Cashews sind exzellent. Cashewnüsse und Walnüsse, so wie unser Macadamia, das ist ja the king of nuts. So, und die Almond, also das heißt die Mandeln, kann man auch essen, aber mache ich gerne lieber Mandellikör. Nice. So, sollen wir es heute mal probieren? Also ich nehme ja Hähnchen, also lasse ich mir einen schönen Weißwein kredenzen. Ich muss ja... Müsst ihr da nicht auch lachen? Ich muss da immer lachen. Weil wenn ich jetzt komme und sage, ich hätte ganz gerne eine kleine Weinprobe, kennt der Hon nix. So, wir haben also 1, 2. Die haben 4 Weißweine. Die will ich alle probieren. Vier Weißweine wollen wir testen. Großartig finde ich auch diesen Tisch. Schade ist, dass er nicht sauber ist. Also das bleibt eine Tragödie. Auch da lasst euch von dem Hon sensibilisieren. Ich sage das nicht umsonst, die Thema Sauberkeit. Das ist jetzt, ihr seht ja, ich habe dann hier meine Tücher und alles, damit ich fasse das gar nicht eigentlich gerne an. Weil die wirklich nicht mehr sauber waren. Selbst bei der Singapore Airlines wird nicht mehr sauber gemacht. Das ist ein Dreck. Überall Flecken. Das sieht man natürlich im Abendlicht viel mehr als bei Tag. Weil überall nur so punktiert drüber gemacht. Es wird punktuell sauber gemacht. Fertig. Das sind die durch. Ist das gut? Bringt noch ein kleines bisschen Helligkeit, oder? This is nice. Guck mal. Habe ich jetzt richtig? Kann ich mir das einstellen? Auf den Tisch habe ich gleich ein Top-Bild. Wenn es Essen kommt, kann ich euch das exzellent zeigen. Dann kommt hier noch meine Lampe dazu. Ah, das gibt aber auch Schatten. Oh. Wir lassen es jetzt mal an. Ich werde das nachher am Schneidetisch sehen, ob es beim nächsten Mal wieder so ist. So, dann freuen wir uns jetzt mal gleich auf wir sind jetzt losgeflogen. Wann ist das jetzt? Wir haben Singapur, gibt ja alle Informationen. Hole ich mir mal die Weltkarte und dann ist das eine 3D-Show.